you mm -hmm. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zur neuen Maya-Welle. Es ist die Maya-Welle Ick. Es ist der weiße Wind. Er beginnt morgen am 12. September, ein Portaltag, und geht bis zum 24. September. Außer dem Portaltag haben wir noch einen Neumond. Und ansonsten ja schauen wir, was die Welle so mit sich bringt. Die vorherige Welle war viel in der Wasserenergie und jetzt, jetzt wird es etwas erdgebundener, was wir hier auch sehen. Aber auch nicht nur erdgebunden, wir haben auch den Luftfaktor mit. Denn der weise Wind, Ick, sagt, es geht um Luft, aber eben auch, dass wir geerdet sind. Das wird ein wichtiger Faktor in dieser Welle. Diese Welle schaut nochmal wieder auf unsere Gedanken, schon so wie die vorherige Welle. Sie schaut aber noch tiefer und lässt uns schauen, ob wir mit Gedanken bei uns sind oder ob wir nur denken, was die anderen denken. Und sie führt uns eben dahin, dass es darum geht, was denkst denn du wirklich über dich? Und das wird ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Du wirst Step by Step merken, was dir gefällt, was in dein Leben gehört, was eben nicht in dein Leben gehört, aber auch wo du leider, leider vielleicht noch nicht Nein gesagt hast, damit du eben ein Nein sagst. Du wirst aber auch konfrontiert mit den Dingen, wo du dich noch festhältst und festklammerst und eben auch wo dein Ego so einen gewissen Tanz aufführt und sagt hey hallo ich bin auch noch da hier da will ich hinschauen da will ich hingehen und dann ist eben immer die Frage willst du da tatsächlich auch hingehen der weise Wind ist Begleiter in dieser Welle das heißt er kann gut durchfegen, wenn man das zulässt. Wichtig ist aber auch geerdet zu sein, mit dem Boden auf den Füßen zu stehen. Und dann kannst du, wenn du diese Kraft hast, dass du den Wind annimmst und doch geerdet bist, unwahrscheinlich viele Inspirationen bekommen. Gedanken werden geklärt, gereinigt, noch viel, viel intensiver, auch wenn die Welle davor schon einiges in diese Richtung getan hat. Du wirst in der Kommunikation noch klarer, noch deutlicher, du wirst dich austauschen und das, das ist auch gut so. In dieser Welle wirst du konfrontiert mit dem Thema Kontrolle und Macht. Kontrolle und Macht ist natürlich immer etwas, das sehr, sehr besitzergreifend ist. Ob es fremd ist, ob es von dir kommt, es kommt auf dem Tisch. Der Wind fegt alles hervor. Das ist fast so wie wenn im Herbst die Blätter runterfallen. Man hat erst alles weggekehrt und dann kommt wieder ganz, ganz viel nach. Und so kannst du dir das vorstellen. Es ist nicht um dich zu ärgern, sondern es geht darum, dass du eben auch erkennst, welche Worte und Gedanken hast du, wenn der Wind da wieder neue Blätter hinfegt. Kläre es, schaue da wirklich und dann schaue auch, okay, wenn da doch immer noch und noch ein Blatt kommt, das hat seinen Grund, es will dir etwas aufzeigen. Und das will dir eben aufzeigen, wo noch Moni Manipulation und Macht und Kontrolle am Spielen ist und dabei ist und will dir eben etwas aufzeigen, also es ist nicht um dich zu schikanieren, sondern die geistige Welt schickt diese Blätter in Anführungszeichen, damit du eben wachgerüttelt wirst und dann ja, dann geht es noch um das Thema beurteilen. Das tun wir alle gerne und da wird uns aber noch mal etwas vor Augen geführt, dass wenn wir etwas bewerten, wir am besten noch den Satz hinzufügen, genau wie ich. Dann merkt man auf einmal, uff, uff, was hat man da losgetreten? Was hat man da weggeschickt? Und dann wird ein, das viel, viel deutlicher und klarer mit all den Dingen, die da kommen. Du darfst in dieser Welle auch erkennen, wo du alleine bist. Du darfst erkennen, welche Menschen ehrlich sind. Du wirst erkennen, welche tiefsten Erkenntnisse zum Vorschein kommen und was es alles mit dem Thema Trennung oder dem Wort Trennung auf sich hat und was das für dich bedeutet. Und dann am Ende dieser Welle wirst du ganz klar erkennen, dass du komplett bist, dass du ganz bist, dass du gut bist wie du bist. Und das, das ist eine wunderwunderschöne Erkenntnis. Das bedeutet für uns auch, und da starten wir direkt mit den Karten, die für uns alle gekommen sind, dass wir uns auf eine ganz besondere Reise machen. Es ist die heilige Reise, die wir starten. Es ist der Weg. Es sind Meilensteine, so kleine Leuchtsteine, die da auch am Wegesrand sind. Also wir werden Selbsterkenntnisse haben. Wir werden ganz, ganz viel finden auf diesem Weg, den wir hier tatsächlich starten. Und da gehört für uns eine ganze Menge dazu, nämlich unter anderem auch, dass wir in uns schauen und diese Karte, die steht dafür, dass wir auch schreiben, dass wir kommunizieren. Also entweder bist du vielleicht schon dabei, etwas zu schreiben, etwas zu kommunizieren. Du, du wirst deinen ganz persönlichen Weg finden, auch Dinge zum Ausdruck zu bringen und das, das ist das Wichtigste hier. Du darfst vom innen heraus nach außen Dinge bringen. Aber nicht nur das, denn wir haben hier lemurische Energie, die noch dazu kommt und die lemurische Energie sagt uns, dass wir erkennen werden tatsächlich, wo sind denn da gewisse erinnerungsfetzen wo können wir etwas zurückgewinnen eben selbstvertrauen wieder zurückgewinnen wo können wir wieder entsprechend in eine ja in eine passende schwingung gehen und wenn euch jetzt etwas auffällt die Maya-Welle vorher, das Wasserthema, seht ihr hier schon? Da haben wir einen Berg, den wir erklimmen. Hier sind es Inseln. Also, das hat tatsächlich etwas auf sich. Warum? Das hat mit der Erdenergie zu tun. Denn wir hatten zuvor ja ähm, Schwingungen auch der Erde und jetzt kommt hier der Erdhüter, er sagt, bleib verwurzelt und geerdet. Genau das, was ich zu Beginn gesagt habe. Wir haben zwar diese Luftenergie, aber wichtig ist, tief tief mit der Erde verbunden zu sein. Wir sollen nicht weggeweht werden mit der Windenergie, sondern wir sollen den Wind bewusst spüren, bewusst fühlen und alles, was damit einherkommt. Du wirst hier Entscheidungen auch treffen in dieser Welle, da wird das ein oder andere zum Vorschein kommen. Du wirst dich entwickeln und du wirst auch immer mehr diesen geerdeten Zugang zu dir selber finden. Und das ist gut, wo am Anfang der Wind vielleicht dich noch ein bisschen mehr weggeweht hat, als es gut war, wirst du am Ende ja gar nicht mehr so viel weggeweht. Was wir noch haben in dieser Welle, das ist der Krieger, sei furchtlos und standhaft. Also standhaft bekommt da eine neue Dimension. Du darfst, du sollst auf der Erde stehen, standhaft, aber auch nicht ängstlich mit dem Wind, der da eben kommt der die Blätter da dauernd um dich weht. Also du sollst nicht klein beigeben, du darfst deine Meinung äußern, du sollst dich auch nicht mit dem Zweitbesten zufrieden geben, das sagt dir alles der Krieger. Denn der Krieger sagt, du bist bereit, jetzt Dinge zu tun, wo du Angst hinter dir lässt, wo du weißt, es ist jetzt an der Zeit, wichtige Schritte vorwärts zu tun, wichtige Wege ähm, einzuschlagen, all das. Jetzt haben wir die Kriegerenergie, wo man denkt so, oh wei, was kommt denn da? Aber wir haben auch die Friedensbewahrerin. Lass das Recht haben müssen sein. Also du hast zwar das Krieger, ich hier bei dir. Du bist furchtlos. Aber du musst nicht immer recht haben. Du sollst dich für Frieden und Glück entscheiden. Und da geht es nicht darum, immer nachweisen zu wollen irgendetwas. Schaut mal, ich, ich schmunzelt schon ein bisschen, weil wir ja konfrontiert werden. Wir werden konfrontiert mit Kontrolle und Macht. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay. Man kann jedes Mal beweisen, dass ein anderer da vielleicht falsch liegt. Manchmal ist es aber auch einfach, okay, nur zu sagen, ist okay. Das wird spannend, das wird richtig spannend, denn wir haben ja das oft in uns, dass wenn wir wissen, dass wir wissen, dass es richtig ist, dass wir da nochmal nachschieben, nachtreten wollen und zu sagen wollen. Ja, aber. Und das ist dieses oberlehrerhafte und dieses oberlehrerhafte, das dürfen wir ablegen. Der Oberlehrer war gestern, du darfst Wahrheit und Klarheit sagen, aber des Friedenswillen vielleicht auch einfach mal zu sagen, ist okay. Ist okay. Das wird schwierig, das wird nicht immer funktionieren. Wichtig ist ja einfach, du wählst einen friedvollen Weg und das zeigt einfach auch, dass es da um, um neue Möglichkeiten geht, die in dieser Welle zum Vorschein kommen dürfen. Wir schauen auch natürlich wieder auf die Heilsteine und bei den Heilsteinen, beim letzten Mal war es ja viel Wasser, Blau und heute, ja, heute ist es ein bisschen gemischter. Wir sehen bei den Heilsteinen, wir starten hier mit dem Sugelit, der sagt: Stehen Sie zu Ihrer göttlichen Macht. Hören Sie damit auf, es anderen immer recht machen zu wollen und setzen Sie sich stattdessen selbstbestimmt durch. Das ist spannend, das wird herausfordernd. Es ist aber auch wichtig, und jetzt erinnere dich immer: Mit den Beinen am Boden stehen, den Wind aber schießen lassen und fegen lassen und da zu stehen, wie der Fels in der Brandung. Und ja, du weißt, was du hast, was du möchtest, was du tust. Also einerseits eine Kraft und Stärke und andererseits aber auch hier. Der Friedensbewahrer bzw. die Friedensbewahrerin. Denn nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern, da haben wir den Saphir, der sagt, immer, immer sachte. Also Step by Step. Das heißt für dich, dass du behutsam umgehst, weil es geht um Gesundheit, Glück und Wohlergehen, das soll gefördert werden und das haben wir ja hier schon gesehen eben. Also nicht immer nur rechthaberisch und machtvoll, sondern schon selbstbestimmt, bewusst nach vorne zu gehen, aber eben nicht mit dem Knüppel aus dem Sack, sondern sachte das Ganze. Was wir hier noch haben, das ist der Sodalit, der sagt uns, knüpfen Sie Kontakte, Machen Sie mit. Ja, das ist eine Energie, die uns sagt, wir sollen uns mit Gleichgesinnten treffen, mit Gleichgesinnten kontaktieren, kommunizieren, eben auch dann in Momenten, wo wir vielleicht merken, okay, wir hängen da, wir brauchen einen Schubser von jemand anders und das ist doch auch gut so, das dürfen wir annehmen und dürfen uns da entsprechend weiterentwickeln. Auch die Krafttiere kommen wieder und bei den Krafttieren sehen wir, da startet es direkt mit dem Jaguar, der sagt, es ist ein Dimensionssprung, weil wir werden unabhängig von der äußeren Welt. Also wir werden zu uns stehen nach dieser Welle. Und das, das ist doch richtig, richtig gut. Denn du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, du wirst das Richtige tun und du wirst in deine komplette Größe hineinwachsen. Punkt. Wow, der Jaguar. Und das nächste Krafttier, das uns an unserer Seite ist, das geht dann wieder ins Wasser. Das ist die Gans, die Zuverlässigkeit, die schlichtweg sagt, bleib dir selber treu. Folge dem, was sich für dich über lange Zeit bewährt hat. Also eben genau das, wo wir zu uns auch zurückfinden, zu unserer Kraft, zu unserer Stärke, um eben genau all das zu zeigen, um kraftvoll zu werden und dann, um dann ja in etwas weiteres uns zu transformieren. Und da, wo wir uns hin transformieren, das ist der Schwan. Die Anmut, die Schönheit. Erlaube, dass deine Talente sich entfalten und genieße die künstlerische Freiheit, die dir geschenkt wurde. Ja, einmal das und die Schönheit, der schöne Schwan. Du darfst zeigen, wer du bist. Du darfst zeigen, was du bist. Und genau das ist es. Das ist eine Hoffnung, die hier kommt, die zeigt, was du für Talente hast, wer du bist. All deine Affirmationen zeigen sich hier. Du, du, du darfst glücklich werden. Also, du hast da schon so viel vorgearbeitet, dass das hier ja einfach zeigt: hey, die Schönheit deiner Seele kommt von innen, die Strahlekraft der Seele kommt von innen. Du bist jetzt aus dir herausgewachsen. Du warst standhaft geerdet, trotz dem Wind, der sich im Außen gezeigt hat. Sehr, sehr schön. Wir bekommen noch einen Schlüssel der höheren Welten und da haben wir diesmal Angala. Angala ist eine Energie, die... Ja, sie spricht davon, dass man die Erde erschafft. Also du erschaffst deine eigene Erde, deinen eigenen Lebensraum. Auch das ist hier mit dabei. Es ist der freie Wille, hier auf Erden das zu tun, was wir wollen. Und das ist doch richtig, richtig schön. Also ein besonderer Weg. Und gerade Angala sagt uns, dass es um unser unbegrenztes Potenzial geht. Es geschieht alles im Jetzt. Es wird etwas gebärt, also geboren und das aus uns heraus. Super, super schön. Diese Karte fordert dich auf. Entscheiden Sie sich für ein Projekt, klopfen Sie den Ton Ihres Herzschlags und stellen Sie es sich in höchster Vollendung vor. Also Herzensprojekte dürfen starten, dürfen, laufen, dürfen, vorwärts gehen. All das ist hier mit dabei. Wow, sehr, sehr schön. Und dann, ja, haben wir ja auch gleichzeitig noch, das ist wie so ein Trommelschlag, das hatten wir gerade hier. Trommelschlag des Herzens. Es ist eine heilige. Äh, Heilige Heilungsmission, so möchte ich es fast nennen, das hier zum Vorschein kommt, denn aus uns heraus darf hier tatsächlich das Göttlich-Männliche kommen, also eine kraftvolle Energie, die unsere Kraft symbolisiert, also Kraft, die aus uns heraus wächst, die sagt, hey Chaka, hier bin ich. Und das, das ist doch richtig. Richtig schön. Also kraftvoll wir selbst sein. Wir schauen wie immer zum Ende hin auf die Crystal of Series Basic Cards, die uns dann noch weitere Hinweise geben, was da in dieser Welle so besonderes auf uns zukommt. Da haben wir die Waagschale. Es geht auch um Lösungen, Sicherheit und Stabilität. Also eine Ausgeglichenheit. In uns eine Balance, die hergestellt werden soll, dass wir zufrieden sind. Auch das fällt hier komplett mit drunter. Wir werden mit karmischen Situationen konfrontiert. Das heißt natürlich auch, ja, es wird schon knackig. Es ist nicht nur Schmusekurs, aber es ist gut so, dass es kommt, wie es kommen soll. Und dieser Weg, der ist für uns vorbestimmt, wo wir ausgerichtet werden und das, das ist auch gut so. Wir schauen weiter und ich gucke, was für eine Karte kommt. Wir haben noch die Achtungskarte, also wir sollen mit voller Aufmerksamkeit dabei sein. Nicht holter die Polter, sondern eben immer wieder wirklich genau hinschauen bei den Dingen, die da um uns herum geschehen das was um uns herum geschieht da haben wir den herzensmenschen das kann man auf rein die Liebe beziehen? Aber wir haben ja auch schon gehört, auch die Menschen, die wir um uns haben wollen. Also dieses ganz klare, wen will ich hier bei mir haben? Das beinhaltet natürlich den Herzallerliebsten oder die Herzallerliebste, aber auch alle anderen Menschen, die man gerne um sich hat, wo man sich immer klarer wird, was möchte ich, was will ich und das Ganze dann auch noch langfristig. Also wo man sich wirklich richtig, richtig ausrichtet und das, dieser Wandlungsprozess in großen, großen Schritten. Wow, ihr Lieben, sehr, sehr spannend, was wir da alles durchschreiten. Es ist wichtig, es ist richtig, es ist transformativ und doch auch immer wieder ein Entwicklungsschritt nach dem anderen, den wir gehen. Ihr Lieben, ich schicke euch wie immer ganz viel Licht und Liebe. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und in diesem Sinne Namaste.